Audio Now. Mond Talk und heute Vollmond Talk, könnte man auch sagen, oder? Und wie immer unser Thema, das uralte und zeitlos gültige Wissen um den Einfluss der Mond- und Naturrhythmen auf unseren Alltag, begleitet von Inspirationen für ein lebenswertes Leben von und mit Johanna Paunge-Poppe und Thomas Poppe. Unser Thema heute, der Vollmond. Ach ja, und wir haben uns gedacht, wir machen richtig ein Spezial drumherum, weil einfach auch deshalb, weil es vergeht kaum ein Vollmond, wo wir nicht irgendeinen Anruf von einem Medium bekommen, von einer Radio oder Fernseh oder Zeitung, die uns fragt, aha, jetzt ist gerade mal wieder so ein spezieller Vollmond und Blutmond und was weiß ich, was alles gibt. Und die fragen uns dann, ihr seid ja die Mondexperten, was wisst ihr dazu? Und jetzt müssen sie enttäuscht, dass wir sagen, nicht so viel ja, genau. Über Vollmond. Es gibt so viel über Mond und gerade Vollmond ist das nicht ist so. Wahnsinn. Aber ich glaube, das kommt daher, weil die Leute halt da sehen, sie nehmen den da wahr und deshalb. Ja, und es gibt auch so viel Poesie drumherum. Ja, um den, viele Gedichte. Vollmondnächte spazieren gehen. Ja, ist nicht so ohne. Nein, ist nicht so. Speziell im Frühling. Ja. Nee, also schon. Aber im Grunde genommen ist so, dass das ja nur eine Wirkung von vielleicht einem Tag oder zwei ist, ja. Der Vollmond. Und er hat schon gigantische Wirkungen, aber dadurch, dass so viel, ja, so Mythen und Märchen und Sagen rum sind, was natürlich schon in eine Richtung geht, die nicht stimmt, ist es immer sehr umstritten, über den Vollmond zu reden. Der Vollmond hat schon viele Kräfte. Und wie bei allem, wenn dann so übertrieben wird und dazu gedichtet und gemacht und getan, dann kommt man so rein in eine Thematik, die man so nicht will. Wir werden da immer festgenagelt. Ne? Und wenn man bedenkt, wir haben jetzt bald 12 Bücher zum Thema geschrieben, zum Thema Mondrhythmen und richtiger Zeitpunkt. Und der Vollmond spielt da eigentlich keine allzu große Rolle. Ne? Wenn man sich mal anschaut, der Vollmond ist eigentlich so etwas wie der Scheitelpunkt, der Kulminationspunkt vom zunehmenden Mond. Genau. Wo alle Kräfte, die der zunehmende Mond hat, sich auch nochmal konzentrieren. Ne? Genau, die summieren sich da und empfindliche Menschen spüren das schon ganz stark. Mhm. Also oft auch schon 3 Tage vorher. Mhm. Und man kann einfach bestimmte Naturphänomene nicht immer wissenschaftlich beweisen. Man kann beweisen, dass es so ist, aber nicht immer, warum es so ist. Und da hat ja eigentlich, was den ganzen Mond betrifft, die Mondeinflüsse auf Garten und auf alles, die Wissenschaft halt einfach Probleme, weil sie einfach nur, was sie beweisen können, das gibt's und was sie nicht beweisen können, gibt's nicht. Und das ist eigentlich schade, weil man sieht es ja auch gerade in der Natur, wenn es auf den Vollmond zugeht. Nehmen wir mal nur das Thema Christbaum her. Ne? Mhm. Das war kurz vor Vollmond geschlägert, dass der Christbaum die Tanne, also nicht nadelt, hängt ja mit den Säften zusammen, die bei zunehmendem Mond stark aufsteigen. Bei Vollmond natürlich extrem. Das heißt, wenn ich kurz vor Vollmond, 3 Tage vor Vollmond, diesen Baum schlage, dann stocken die Säfte. Das heißt, Harz, ne? Mhm. Dieses Harz verbindet die Nadeln und dadurch, dass das trocknet, fallen die Nadeln dann auch nicht ab. Und das kann man ja jedes Monat beweisen. Mhm. Also da brauche ich gar nicht der Wissenschaftler sein. Ich kann jetzt Monat beweisen, wenn die Säfte mehr ins Unterirdische gehen, in die Wurzel, dann ist dieses Harz oder dieser Zuckersaft nicht so vorhanden im oberirdischen Baum. Und wenn ich dann den Baum schlage und der Saft, der Rest rinnt auch noch nach unten, dann fallen natürlich... Dann hat man Glück, wenn am 24. noch die Nadeln dran sind. Naja, oft sind es dann nicht einmal mehr dran. Stimmt, ja. Also das kann man schon... Natürlich ist das sowieso die Winterstarre. Ja. Da ist sowieso nicht so empfindlich. Aber der Vollmond hat schon eine gigantische Kraft. Auch der Baumumfang ändert sich und die Säfte im Körper, wenn man mal überlegt, wie viel der Mensch aus Flüssigkeit besteht, dann ist es ja ganz klar, dass das schon mit einem etwas macht. Und es gibt halt Leute, die empfinden das stärker, wissen nicht, was los ist. Und es gibt Leute, die empfinden grundsätzlich nicht so, kann jetzt nicht sagen sensibel, aber das ist nun einmal so. Ja. Es würde ja keine Chirurgen geben,
wenn nicht jeder, wenn er Blut sieht, umfällt. Ja, also es ist einfach wichtig, dass die Leute unterschiedlich sind. Mhm. Was weniger wichtig ist, dass man dann behauptet, es ist nur das richtig, was ich empfinde, ja, und was ich sehen kann und was ich messen kann. Das ist eigentlich das, man sollte ein kleines bisschen toleranter umgehen mit Sachen, die ich nicht mag oder die ich nicht kenne oder die mir fremd sind, dann hätten wir in der Welt schon ein bisschen ein besseres Leben. In dem Zusammenhang gibt es ja eigentlich immer die Möglichkeit, dass man das, was wir da so euch nahebringen, dass man das auch ausprobiert. Ne? Ja, ich natürlich, es wäre ideal. Man kann zwei Tage vor Vollmond einen Apfel zerschnippeln, ne, und ihn offen liegen lassen. Es sollte ein Bio-Apfel sein. Und beobachten, was geschieht in der nächsten Zeit. Und dasselbe dann nochmal machen, zwei Tage vor Neumond, und sich einfach den Unterschied anschauen. Ja, ne? Man merkt es ja auch bei der Wäsche. Wenn man zum Beispiel wascht, man braucht viel weniger Waschmittel, wenn man nach dem Vollmond wascht und vor dem Vollmond. Das Wasser bleibt fast sauber, was man ja heutzutage nicht mehr sieht, weil es ja in der Waschmaschine ist. Aber früher hat man das ja gesehen, dass die Lauge sauber bleibt und das Wäschestück bleibt dreckig. Mhm. Und bei Abnehmenden ist es umgekehrt. Genau das ist ein super Versuch, den jeder selber machen kann. Dadurch, dass man das Wasser ja nicht mehr sieht, da kann man das ja auch nicht so beweisen, weil die Waschmaschine, natürlich, man könnte es schon ein bisschen sehen, weil die Waschmaschine dann hat ja ein Bullauge, die meisten eben, wenn man was sieht, und das schäumt mehr. Also wenn es mehr schäumt, mit der gleichen Menge Waschmittel natürlich, wenn es mehr schäumt, dann weiß man schon, Auge, wird schon wieder mal nicht so sauber. Mhm, genau. Und dann muss man auch dazu sagen, wer hat heutzutage dreckige Wäsche? Das ist nicht so unbedingt der Alltag. Das ist, wenn man arbeitet, dann fällt natürlich immer auch die schmutzige Wäsche an. Aber so die Alltagswäsche, die man jeden Tag wechselt, wenn jemand im Büro ist, der kann das ja ohnehin nicht nachvollziehen. Schwer, in der Tat. Vielleicht ist da noch interessant zu sagen, dass wir kriegen ja öfters die Frage, wann eigentlich genau Vollmond ist. Ne? Wenn jetzt der Vollmond, deswegen gibt es in unseren Kalendern auch die Angabe der genauen Minute von Vollmond und Neumond. Wenn jetzt der Vollmond um 2 Uhr früh ist zum Beispiel, dann ist das eigentlich ein Tag, ein kompletter Tag im abnehmenden Mond. So ist es. Ne? Das kann man, deshalb ist die Uhrzeit bei Vollmond und Neumond wichtig. Das andere ist nicht so wichtig, aber die Uhrzeit ist deshalb wichtig, weil auch wenn jetzt der Vollmond steht und es ist zum Beispiel, steht darauf gerade umgekehrt, sagen wir mal 22 Uhr oder 23 Uhr, und an dem Tag wäre eine Operation, dann ist es einfach wirklich für den Patienten nicht so lustig. Ja. Also da passieren oft unnötige Komplikationen, Blutungen und so weiter. Ein anderer wieder sagt, meine Operation war auch ein Vollmond, und das hat gar nicht gestimmt. Wenn aber der Vollmond in der Früh eben ist und die Operation 2 Stunden später, ist das schon im abnehmenden Mond. Und deshalb ist es wichtig, da wirklich auf die Uhrzeit zu schauen, weil das einen ganzen Tag vom Anschauen her im Kalenderblatt ist da der ganze Tag Vollmond. Und das stimmt oft nicht. Mhm. Das kommt dann manchmal zugute und manchmal ist es halt nicht so gut. Also als wir uns kennengelernt haben, war eine der Verbindungen, die ich hatte zum Thema Mond, die, dass ich mich erinnert habe, dass ich als kleines Kind geschlafwandelt habe, kräftig. Ja. Und im Laufe der Zeit habe ich dann von dir erfahren, dass das mit größter Wahrscheinlichkeit mit einem Effekt zusammenhängt, den der Vollmond hat, beziehungsweise der zunehmende Mond, nämlich dass je näher an Vollmond, desto mehr werden existierende Strahlungen verstärkt. Ja. Und diese Strahlungen können kommen von einem Radiowecker, die können kommen von Objekten, die unter Bett liegen. Es gibt da wirklich Objekte, die stark strahlen. Das ist ganz schlimm, ja. Also das wissen viele auch nicht. Kunststoffobjekte, Spielzeug und so. Spielzeug sollte man nie unterm Kinderbett haben. Also diese und andere Dinge, die dann noch zusätzlich strahlen. Ne? Und immer stärker, je mehr Richtung Vollmond. Und dass das eben der Grund ist, warum Kinder dann richtig das Bett fliehen. Ja. Es ist, also in deinem Fall war es wahrscheinlich von der Schilderung her so, dass du keinen guten Schlafplatz gehabt hast. Genau. Das von den Strahlen her. Und früher war es ja auch so, oder ist es heute noch so, es gab dann die Errungenschaft, dass unterm Bett Schubladen sind und dort man die Spielsachen rein. Genau. Und wenn da Plastik drin ist, das strahlt, das nimmt unwahrscheinlich die Strahlen auf und sendet es da stark ab. Also Plastikspielsachen gehört nicht, eigentlich gehört nichts unter das Bett. Das ist auch wichtig. Und es wird so viel empfohlen, was man macht gegen Schlafwandel. Im Endeffekt hilft nichts wirklich. Mhm. Was ich weiß, was tatsächlich hilft, ist ein feuchtes Handtuch,
neben das Bett hinlegen, so wie ein Läufer, wenn es ein Teppich wäre. Und in dem Moment, wo das Kind auf dieses kalte Handtuch steigt, wird es wach. Mhm. Also das ist eine Methode, die funktioniert, auch bei Erwachsenen. Es gibt einfach zu Schlafwandeln. Aber die Strahlen, die kann man ein bisschen verhindern. Zum Beispiel, wir haben ja auch bei dem Haus jetzt nicht, aber was wir gebaut haben, auch das einbauen lassen, dass man in der Nacht alles an Strom ausschaltet. Netzfreischalter nennt man das. Diese Netzfreischalter, die machen schon auch was aus, dass der Strom überhaupt weg ist. Weil ob zu- oder abnehmender Mond, diese Strahlungen sind die Elektrosmog, das ist nie gesund. Das ist ganz klar. Es ist nicht immer so, wie manche meinen, es ist sehen eine Steckdose und dann kriegen sie schon Krebs. Also manche übertreiben natürlich maßlos. Man soll schon ein bisschen auf seinen gesunden Menschenverstand achten. Man soll auch gesunde Gedanken hegen und nicht alles, was schlecht ist, immer nur anschauen, lesen und googeln, sondern sich selber im Leben eine Perspektive suchen, die positiv ist, die lebenswert ist. Mhm. Und nicht immer nur alles anschauen, was schlecht und ungesund ist. Und auf Vollmond zu, wenn dann die Leute nicht so gut schlafen, dann grübeln sie rum und machen und tun. Ich sage immer bei den Vorträgen, macht's einfach einmal endlich das, was sie immer sagt, ich komme nie dazu. Mhm. Warum soll ich im Schlaf, also ohne Schlaf, warum soll ich im Bett mich rumwälzen und mich ärgern, dass ich nicht schlafen kann? Dann kann ich ja erst recht nicht schlafen. Also egal, ob sie eine Schublade ausräumt, ob sie einen Brief endlich schreibt oder irgendeine Näharbeit, wo schon lang ansteht, völlig egal, irgendwas Lautloses, möglichst, wenn es geht. Stimmt. Und das einfach machen. Und dann würde jeder sehen, er freut sich fast schon auf den Vollmond, weil er da mal eine Nacht für sich hat. Und man ist in der Früh nicht unbedingt kaputt. Man kann sich das auch einreden. Man braucht manchmal wirklich weniger Schlaf. Wir stellen immer wieder fest, dass in der Praxis, ne, die Leute, zum Beispiel Wirtshausbesitzer oder Taxifahrer oder Hebammen, und die sagen uns alle, und die, auch unsere eigenen Erfahrungen sind ja so, dass der Einfluss des Vollmondes, dass das stimmt, dass da mehr Geburten gibt und so weiter und so weiter. Und trotzdem gibt es immer wieder irgendwelche Zwischenrufe von Wissenschaftlern, die sagen, ist überhaupt nichts dran. Wir haben alle Statistiken durchgecheckt. Ja. Ja, diese Statistiken, wenn man sie anschaut, da kannst du eigentlich nur lachen. Also wenn es um Operationen zum Beispiel geht, auf Vollmond hin, dass das schlechter ist, weiß wirklich jeder, der sich damit auseinandersetzt. Ja. Ich verstehe irgendwie schon, die Ärzte, sie wollen das nicht haben, sie wollen bei Vollmond auch was haben. Aber im Krankenhaus sind ja die Leute sowieso, das nicht wissen oder das nicht glauben. Jeder, der es einmal ausprobiert, weiß, dass bei zunehmendem Mond, also auf Vollmond hin, vor allen Dingen Vollmond, eine Operation komplizierter verlaufen kann. Deshalb, weil in der Schulmedizin ja meistens sowieso die Hämmer alle vorher schon gegeben werden. Also prophylaktisch wird da schon alles gegeben, dass nichts passieren kann. Das bräuchte man aber in dem Maße oft eben gar nicht. Und dann muss man auch dazu sagen, eine Operation verläuft das erste Mal sowieso gut, weil ja alles gemacht wird. Ne? Die Folgeprobleme, die Leute haben, die Schmerzen, das kriegt ein Arzt ja gar nicht mit. So ist es. Ja, das kriegt er ja gar nicht mit. Das machen die Krankenschwestern. Bei den Hebammen ist es das Ähnliche. Oder die, um da nochmal zurückgehen, die Langzeitschäden, die entstehen, kriegt ein Arzt auch nicht. Sowieso. Bei den Hebammen ist das Gleiche. Die Hebammen selber wissen das, dass die Frauen entbinden, die schon längst überzogen haben, dann die pünktlichen, und bei manchen, wenn es nicht aufpassen, kommt es dann schneller. Das muss nicht auf den Tag genau sein. Das ist oft schon ein bisschen verschoben. Aber es wird zum Beispiel genau da dann eingeleitet. Nicht künstlich, meine ich, sondern natürlich. Oder dass das Kind noch dreht. Wenn eine Steißlage vorhanden ist und da ist noch ein Vollmond dazwischen bis zum errechneten Geburtstermin, da hat sich früher nie eine Hebamme Gedanken gemacht, weil sie das auf den Vollmond hindreht. Wenn aber das Wissen verloren geht und die jungen Mütter, oft einmal auch die Unerfahrenen, die vielleicht das erste Kind haben, in Panik versetzt werden und in Angst und so, dann krampft man sich ja auch schon so zusammen. Also man sollte eigentlich überhaupt über die Funktion vom Körper viel besser Bescheid wissen. Kein Zweifel. Dass man einfach, dass man die Anatomie ein bisschen kennt und so weiter. Und auf Vollmond hin ist so, dass die Hebammen bestätigen können, die Ärzte sagen trotzdem nein. Ich meine, früher habe ich mich da manchmal fast ein bisschen aufgeregt,
aber da bin ich längst drüber hinweg. Es ist wichtig, ist, dass das gut geht. Und in der Natur sieht man es ja auch, es gibt ja ganz viele Fische, Vögel, viele Reptilien, Säugetiere, die sich auch nach dem Mond richten. Egal, ob es jetzt ist, dass sie sich ein Nest bauen oder dass sie Eier ablegen oder dass sie ausbrüten oder was weiß ich. Das weiß man ja auch alles. Mhm. Und es wird halt dann, ja, das ist halt, existiert es dann ist, halt nicht. Aber in Filmen sieht man es manchmal doch. Nach unserer Beobachtung ist einfach so, dass das Mondwissen ein Wissen ist, das keinen materiellen Wert hat, sondern eher im Gegenteil. Wer es anwendet, der fängt an, Zeit zu sparen, der spart ja Geld. Und es bringt keine Umsätze, sondern wiederum eher im Gegenteil. Das heißt, nachdem ja 90% aller Wissenschaftler in Diensten der Industrie sind, gibt es kein breit gefächertes Interesse seitens der Wissenschaft, sich auf dieses Wissen zu stürzen und es vorurteilsfrei anzuschauen. Ja. Ein paar haben es gemacht. Ne, ja, es gibt ja in der Schweiz gibt es den, der Ernst Zürcher, genau, der das Holz der untersucht hat. Der hat das ziemlich früh schon angefangen. Genau. Ja. Mhm. Und dann gibt es an den Zahnarzt, im Gegenteil, der Präsident vom Bayerischen Zahnärzteverband, der hat Artikel darüber geschrieben, wie das super funktioniert mit dem Mond. Und das, wer sich darum kümmert, wer dem sich ein bisschen vorurteilsfrei nähert, der macht garantiert die Erfahrung, ne, dass es wunderbar funktioniert. Haben wir zum Vollmond noch irgendwas oder kriegen wir jetzt kriegen wir die was? Die Überraschungsfrage. nein, du mit deiner Überraschungsfrage. Da rede ich lieber nur vom Vollmond. Nein, aber weißt du gerade gesagt hast, dass das kein Interesse hat und dass das einfach kein Geld bringt, nichts kostet. Also das Schockierendste, was ich, wir haben ja schon vieles erlebt. Also es ist natürlich so, dass wenn ich nach dem Mond gehe, brauche ich weniger Geld. Ich habe viel mehr Zeit, das ist klar. Aber das Schockierendste, kannst du dich erinnern, wo wir in der großen Gärtnerei waren und mit einer Freundin. Und die wollte da das Gartenbuch von uns kaufen. Wir sind sogar extra dann da hingefahren, weil wir gewusst haben, die haben Bücher auch dabei. Und alle Gartenbücher gab es bloß unseres nicht. Und wir sind es eigentlich gewohnt gewesen schon. Ja, es ist ja in der Gartenabteilung nicht und so, also nicht zu finden bei den Büchern, auch in den Buchhandlungen nicht. Und da habe ich gesagt, jetzt gehst du hin, ich wollte da nicht, da nicht erkannt werden und so. Und ist halt hin und hat gefragt, warum. Und diese Antwort, die habe ich ja gehört, weil ich ja daneben gestanden war. Das fangen wir uns überhaupt nicht an. Da verkaufen wir ja gar nichts mehr, weil sie die Leute ja dann aus einem Stängel schon wieder was machen und die brauchen keine Pflanzen mehr kaufen. Die vermehren sich selber und das ist... Genau, also, das Buch, also unser Buch war geschäftsschädigend und hat es glatt zugegeben. Das war. Und so ist eigentlich mit allem, dass einfach das nirgends in die heutigen Zeit reinpasst. Ja. Und ich werde trotzdem nie müde, dieses Wissen zu verbreiten. Und zwar deshalb, weil wir es noch nie so notwendig gebraucht haben wie jetzt. So ist es. Nach die Waldbrände, nach die Murenabgänge. Wahr gesprochen. Allein das Aufforsten, wenn man bei zunehmendem Mond macht, kurz vor Vollmond oder immer eine Jungfrau, da würde ich diese 2-3 Tage immer nützen im Monat, was man da bewegen könnte und da gut machen könnte, nach diesen Naturkatastrophen. Ja. Oder wenn man Dämme baut, eben baut man halt 14 Tage lang nicht, dann wird er nicht von heute auf morgen gebaut. Ja. Also das sind Dinge, ich würde da einen Vollmond einfach auslassen. Ich würde da einen Vollmond nichts bauen. Ja. Und dann hält es auch. Also natürlich klingt es ein bisschen komisch in der heutigen Zeit. Aber es ist nun mal so, dass es genauso funktioniert. Ich denke gerade jetzt in der Situation, in der wir jetzt sind, wo man wirklich vor Augen geführt bekommt, wie winzig klein und unbedeutend genau genommen wir auf diesem Riesenplaneten sind. Ne? Da ist es doch eine tolle Sache, wenn man sich wieder auf Wissen besinnt, was einen echten Wert hat, ne? Und den man auch selber an sich spüren kann. Hauptsache, man hat ein ganz bisschen Geduld. Ja. Mehr braucht es nämlich gar nicht. Als Investition braucht es ein bisschen Geduld und ein bisschen Information und keine Pfennig Geld. Und ein bisschen Umdenken. Genau. Es ist ein bisschen Umdenken. Ich denke auch so, wenn man sich mal so ein bisschen bei grobe Arbeiten im Garten helfen lässt und wo gleich mal jemand, der hilft, neigt dazu, einen sterilen Rasen zu machen, alles muss schön sein, das ist nicht mehr schön, das kommt weggeschnitten und da kann man eigentlich fast keine, außer unsere Freundin, die mir hilft, weil die wirklich da auch Verständnis hat, aber selbst die muss das ein bisschen umdenken lernen, wo einfach alles wegkommt, sonst was nicht schön ist. Ja. Und diese Gesellschaft, die wir da sind, alles muss weg, was nicht schön ist, das ist einfach schon grausam, weil gerade die Natur
gibt ja die Information, die alte Pflanze gibt die Information an das Junge weiter. Genau. Und die Tierwelt macht so, und eigentlich nur wir Menschen können uns anscheinend erlauben, das nicht zu machen, was aber nicht ist. Na, also gehen wir nicht zu tief in das Thema rein, weil sonst knirsche ich mit den Zähnen und dann stinkt es. Ja, das machen wir nicht. Das darf nicht wahr sein. Lieber kommen wir zu unserer beliebten Rubrik. Johanna, was ich dich schon immer mal fragen wollte. Du schmunzelst, du wirst so verdächtig. Yeah. Es ist einfach. Es interessiert ja viele Leute. Ja. Ich stelle es immer wieder fest. Okay. Und zwar das Stichwort Vollmond und Hexenkult. Oh je. Ja. Du, es ist ein weltweites Phänomen und es ist auf dem Vormarsch, weil einfach die Leute sich immer mehr für das spirituelle Dinge interessieren und weil auch inzwischen dank der Frauenbewegung ein bisschen deutlicher geworden ist, was eine Hexe eigentlich früher war. Das war nämlich eine Frau, vor der die Männer Angst gehabt haben. Schlicht und einfach. Weil sie mehr gewusst hat als sie, weil sie vernünftiger war und weil sie ihr Wissen auf eine Weise angewandt hat, die halt mit dem herrschenden Tabus und vor allen Dingen mit der katholischen Kirche nicht in Einklang war. Ne? Also ich muss da schon, was ich da feststelle, ist, das steht mir manchmal zu Haare zu Berge, was die armen Frauen da alles erdulden mussten. Es ist schon so, dass ich muss auch sagen, ich bin froh, dass sich heute die Frauen mehr trauen, sich mehr trauen, weil mehr können, kann man nicht sagen, das haben sie früher auch schon gekannt, aber wenn du immer unterdrückt wirst. Diese Hexenkulte, die jetzt auch wieder so aufleben und dann bei Vollmond um ein Feuer hüpfen und so, da muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, ich persönlich habe nie bei irgendwas, wo immer ich da eingeladen war, mitgemacht. Mhm. Das finde ich irgendwie einfach blöd. An Vollmond mache ich schon auch so das eine oder andere Ritual für mich. Das ist aber mehr Meditation und nicht so in einen Zirkus. Das finde ich nicht gut. Aber um auf diese Kulte zurückzukommen, wenn man gerade am Vollmond sagt, dann gehen die Hexen raus und graben Wurzeln aus und so. Das war natürlich, das kann ich mich auch nur erinnern, wenn ich mit meinem Großvater gegangen bin, es war einfach hell. Ja? Also es ist so, die Wurzeln, bestimmte Wurzeln haben wirklich nur einen Vollmond der Kraft. Mhm. Und wenn man die holt, einen Vollmond, dann, ich brauche keine Taschenlampe. Früher wäre nie einer auf die Idee gekommen, eine Taschenlampe in den Wald mitzunehmen. Oder man hat es ja nicht direkt im Wald, sondern am Waldrand oder ein bisschen nur rein. Und wenn das jetzt ein Fremder sieht, schaut es natürlich auch schon komisch aus. Aber es war was komplett Normales. Umso komischer im 14. Weil die Wurzeln, Jahrhundert. Ne? Ja, und die Wurzeln sollen wirklich kein Tageslicht bekommen. Dann war wichtig, dass man die Erde dran lässt an die Wurzeln. Heute wird das alles sofort gewaschen und das ist auch schlecht. Die Erde muss dranbleiben, bis sie getrocknet ist. Dann muss man es wieder, wenn es finster ist, also kein Sonnenlicht, sodass man halt noch was sieht, die Erde befreien, was ganz leicht geht, eben nur mit den Händen. Dann weiß man auch, ob es runtergeht und auch später zerkleinern. Das macht man immer in diesen Schritten. Und da hat man das nicht alles an einem Tag fertig gemacht. Da hat man die Schritte eingehalten. Und an Vollmond, ich kenne Leute, die stellen da einen Korb raus, weil sie dann viel Geld bekommen. Wenn sie an Vollmond dann lernen, also da muss ich sagen, da streike ich einfach. Ich finde einfach nur blöd. Die sollen sich einen Job suchen und was Gescheites arbeiten. Und deshalb bin ich da nicht so gut zu sprechen drauf auf solche Sachen. Yeah. Aber ich weiß, dass man zum Beispiel auch Wunden an Vollmond nicht ausgewaschen hat. Man hat jeden Tag verbunden, die Wunden neu verbunden, aber direkt an Vollmond nicht. Mhm. Da hat man das, weil da kein Licht rein soll in die Wunde. Und das haben wir ja oft genug schon ausprobiert. Die Gültigkeit ist heute nach wie vor. Oder was auch viele unterschätzen, Frauen haben früher, wenn sie Periode gehabt haben, nie geheilt. Die haben auch nicht Verwundete verbunden. Also das in der Zeit sollte man nichts machen. Heute gibt's ganz viele Berufe, Frauenberufe, die, egal ob es jetzt, also wenn sie massieren, jetzt gerade nicht, aber Physiotherapeuten, ist schon ein bisschen gefährlich. Das ist ein bisschen frauenfeindlich, das System, weil sich heute keine Frau mehr leisten könnte, in der Zeit nicht zu arbeiten. Es geht ja auch nicht darum, in der Zeit bei Vollmond nicht zu arbeiten. Die Frauen haben auch ihre Periode viel regelmäßiger an Vollmond gehabt wie heute, durch die vielen Hormone, die wir ungewollt zu uns nehmen, egal schon allein durchs Fleisch, was viele Frauen auch Fleisch essen.
Da hat sich das alles verschoben. Aber wenn jetzt einigermaßen normal an Vollmond hin Periode ist, da hat eine Frau keine Arbeit geleistet, einen Patienten, nennen wir es einmal so, einen Kranken zu pflegen. Mhm. Oder vor allen Dingen hat die Krankheit dann selber nicht eins zu eins aufgenommen, aber man wurde geschwächt und es wird heute komplett außer Acht gelassen, also, obwohl es den Frauen zum Teil so geht. Ich habe schon beobachtet. Unsere Arbeitswelt wirklich radikal naturfern organisiert ist, das erlebt man mehr oder weniger tagtäglich, wenn du dich umschaust. Das ist ja, es wird noch ein bisschen dauern und ich finde, man sollte einfach als Frau nicht aufgehen, man sollte nicht so unsympathisch, so rebellisch und so männerfeindlich das angehen. Das bringt nichts, sondern einfach sich hinstellen und sagen, ich bin als Frau genauso viel wert wie ein Mann. Und ich habe andere Möglichkeiten. Ich habe diese Kräfte, diese körperlichen, zum Teil nicht. Ich bin anders gebaut. Aber ich bin, wenn ich die gleiche Arbeit mache wie der Mann, dann finde ich es unverschämt im 21. Jahrhundert, dass eine Frau noch weniger verdient wie ein Mann, wenn sie das Gleiche leistet. Das passt jetzt vielleicht nicht zum Vollmond, aber das muss ich jetzt sagen. Das muss jetzt einmal gesagt werden. Ja? Weil das, glaube ich nicht, weniger Arbeit, da kriege ich weniger Geld. Aber wenn ich den gleichen Beruf habe, das Gleiche studiert habe, das Gleiche mache, da frage ich mich, wann beginnen die Männer sich zu schämen? Das ist eine gute Frage. Und ich bin ja ein Gerechtigkeitsfanatiker. Mir braucht jetzt komplett offene Türen ein damit. Ich finde das eine solche unglaubliche Frechheit und auch eine, unterm Strich auch eine Verschwendung von Fähigkeiten und Talenten, die da abgeht. Das ist der absolute Wahnsinn. Aber wie gesagt, da müssen wir jetzt das trotzdem sehen. Ich komm sonst wirklich, Kommt wieder rauf zu den Ohren raus. Nein. Na, das nützt aber nichts. Sich nicht mehr alles gefallen. Ich würde sagen, jetzt überlassen wir es euch, liebe Zuhörerinnen, wenn euch jetzt noch was fehlt an diesem Thema Vollmond, dass ihr uns einfach die Fragen schreibt an vrz@aon.at. Und ansonsten machen wir uns heute jetzt auf die Socken und beschließen die Geschichte. Ja, okay. Wir danken fürs Zuhören. Danke auch. Tschüss, und macht's alles gut. Gute. Macht's Ciao. Es gut. Audio Now.